Das Glück bleibt unserem Helden treu und spielt er seinen Trumpf, rafft er die bösen Männer hin, ein glorreicher Triumph. Halt die Fresse! Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ah, schön nervig die Typen, ne? Ich würde sagen, heute werden wir weiter mit der Story vorgehen. Und zwar werden wir einen von den beiden töten. Diesmal sind sie alle hier versammelt und alle ein bisschen Schizo. Wir haben hier übrigens zwei Dinge zu finden. Zwei Rätsel. Das wäre... Das die beiden? Nee, Toskana, die. Antikes römisches Theater, was unten rechts ist, und Monteello irgendwas. Darum werden wir wohl höchstwahrscheinlich zuerst darunter gehen, weil da nämlich dieses Kolosseum-Ding ins Kichens ist, glaube ich. Irgendwas war da unten auf jeden Fall. Und ich glaube, das andere kann sogar da gewesen sein. Ich bin mir da nicht so sicher. Wir werden es herausfinden. Ich habe schon mal angefangen, ein bisschen zu sammeln. Man sieht das an meinem Geld, wahrscheinlich. Und ja, wenn wir das nächste Mal in der Villa sind, werden wir noch mal ein bisschen investieren. Oh, was? Nein! Keine Ahnung, was passiert ist. Er ist einfach mal runtergesprungen. Wir wollen natürlich raus. Und da finden wir auch das nächste Rätsel. Das werden wir heute also machen. Heute ist wieder so ein Rätseltag. Nicht nur bei Assassin's Creed, sondern bei, ups, tut mir leid, Tomb Raider, das ich gerade aufgenommen habe. Und in der Folge, die wir morgen sehen, in der Folge, die wir heute sehen von Tomb Raider, habe ich leider keinen Ingame-Sound. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Ich hoffe, hier habe ich Ingame-Sound. Sonst ist es ein bisschen blöd, ne? Ich habe es gerade getestet, jetzt habe ich wieder Ingame-Sound. Vorher hatte ich keinen Ingame-Sound. Kann ich mir nicht vorstellen, wie das passiert ist. Aber gut. Technik macht auch mal Fehler. Kann sich aber nur nicht drauf verlassen, ne? Ich habe auf der Tonspur habe ich zum Beispiel gesehen, dass sie, dass der Ton da war, aber im Endeffekt war in der Aufnahme der Ton weg. Also Tomb Raider. Ja gut. Muss ich mitleben. Oder müssen wir mitleben? Ihr guckt es euch an. Im besten Falle. So, wie komme ich am besten raus? Gut, er ist schon mal draußen. Wo springst du denn hin? Ach komm. Ich will gleich schon wieder heilen. Ich will nur raus. Drei Stück. Ach Gott. Wir ziehen durch. So, ich habe übrigens gemerkt, Schnellreisepunkte sind die hier. Ich dachte, die sind einfach nur so da. Aber anscheinend kann man mit denen schnell reisen. Also man muss hier zu diesem Typen hier gehen und dann drückt man hier auf Y und dann kann man hier zur Villa oder nach Florenz. Was wir gerade nicht wollen, wir wollen da hinten hin und hier ist kein Pferd. Dann laufen wir zu Fuß. Ich glaube, so weit weg ist das gar nicht. Als ich die Kisten eingesammelt habe hier in diesem Städte, war ich auch schnell unterwegs. Also ihr seht schon, die letzten Kisten sind hier noch drin, die werde ich auch noch holen. Ich hatte nur gestern war das? Vorgestern? Vorgestern. Keine Zeit mehr, beziehungsweise keinen Bock mehr. Wollte schlafen gehen. Ich fühle mich jetzt nicht verpflichtet, die Dinger zu sammeln, will ich damit sagen, sondern ich habe es einfach nur just for fun gemacht und dann wurde ich müde und hatte keinen Bock mehr. Einfach ausgedrückt. Ich muss zwischendurch was machen. Und wenn der Typ da halt entgegenkommt, dann muss ich das ausnutzen. So, dann hoffe ich mal, dass das Rätsel nicht allzu schwer sein wird. Ihr wisst, Religion ist nicht so meins und Geschichte sowieso nicht. Ich meine, ich interessiere mich mittlerweile für Geschichte, aber damals in der Schulzeit, da war ich nicht so der Geschichtsfreak, muss ich sagen. Jetzt mittlerweile, wo ich älter geworden bin, interessiert mich das doch schon sehr. Und ja. Schauen wir erstmal, ne? Ich sehe schon. Ist nicht zu übersehen. Komm, geh erstmal hier nach rechts. Ich glaube, so kommen wir leicht hoch. Da hat es, glaube ich, gefunkelt. Oder es kann auch sein, dass das die Feder hier war. War das die Feder? Ich glaube, das war die Feder, die so gefunkelt hat. Toll.
Ich gebe noch so an. Ich hab's gesehen. Noch vor euch. Aha. Habe ich dich gefunden. Auf ein neues. Märtyrer. Datei freigeben. Auf der Arbeit habe ich auch Märtyrer. Viertürer. Scherz. Achso. Müssen Dinge suchen. Was suchen wir denn? Zahlen. Je stärker es piept, umso näher dran sind wir. Edensplitter 34. Ihr habt da nichts gesehen. Wieder Zahlen. Das Schwert? In Splitter 25. Ja, und jetzt? Sie nahm es. Es war John Dark. Ohne den Stab war der Zar Macht. Er konnte seine Untertanen nicht mehr kontrollieren. Ach. Revolution! Revolution! Das Kreuz ist der Edensplitter? Das war beeindruckend einfach. Und verwirrend zugleich. Wieder ein Stück näher gekommen. Das letzte Bild war sehr interessant. Sie hat so panisch nach hinten geguckt. Sie sind vor irgendwas weggelaufen. Das heißt, sie sind nicht einfach so gelaufen, sie sind weggelaufen. Das ist schon ein ganz großer Unterschied. Kann ich auf jemanden raufspringen? Das wäre echt Knorke. Ich glaube nicht, ne? Wir erstmal versuchen, einen Baum zu klettern. So, mein feiner Herr, wo steckst du denn? Bist du betrunken? Ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. Die Kutte macht noch keinen Mönch. Die Abtei infiltrieren und Stefano de Bagnone eliminieren. Okay. Was hat er mir da gegeben? Toll. Ah. Auch Bomben, ja. Klasse, ja. Hier, nehmt dies, das könnt ihr gebrauchen. Ich gebe dir 0 Rauchbomben. Du kannst jetzt Rauchbomben verwenden. Ach komm. Gut, dann halt nicht. Die sind bewaffnet. Woher wusstet ihr das? Das war verwirrend. Ich war noch nicht mal in der abgeriegelten Zone. Lol. Too easy. Ja, wir müssen ihn erstmal finden. Das bringt gar nichts. Ich muss hier hochklettern. Ich muss ihn finden. Da kommt auch noch so eine Bengel auf mich zu.
legt die Waffen nieder. Vielleicht lässt er euch dann am Leben. Hat man schon mal so etwas? Wieso ist da eine Pisse hier auf mich? Wie zum Teufel komme ich hier hoch? Was stimmt mit dem nicht? Achso, du läufst mit der her. Bitte, du lass mich hier kriegen. Wie zum Teufel komme ich hier hoch? Bevor ich da hochkomme, sind alle tot. Ach ja, genauso wie ich vorher hochgekommen bin, ne? Wäre, glaube ich, eine Idee, Zero. Ja, ganz genau. Ein bisschen nachdenken, dann hättest du es drauf gehabt. So. Gut, mittlerweile sind fast alle tot, also. Ich glaube, das Schlimmste haben wir hinter uns. Lasset uns beten, Bruder. Beten? Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr sich für unsere Angelegenheiten interessiert, dann werdet ihr euch wundern. Aber bitte, wenn ihr wollt, täuscht euch doch weiter selbst. Denn es hilft, die Zeit zu vertreiben. Gottes Willst du? Nein, nur die Wahrheit. Aber die Existenz des Herrn anzuzweifeln, ist die einzige rationale Reaktion. Doch. Wenn man mit der Aussage konfrontiert wird, dass da ein unsichtbarer Verrückter im Himmel ist. Und glaubt mir, wenn eure Bibel... wenn eure Bibel... Jetzt werde ich sehen, wer recht hatte. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Alle Angst seid ihr genommen. Requiescat in pace. Hat nicht mal... der Typ hat es nicht mal gemerkt. Ja gut. Dann gehe ich jetzt halt mal raus. Hat einfach niemand gemerkt. Ah, schön. So gefällt mir das. Rennen wir zum nächsten. Na, ich bekomme keine Info. Hier drüben, Ezio. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Hinter verschlossenen Türen. Die Wachen der Villa mit Hilfe von Marius Söldnern überwältigen und Francesco Salviati eliminieren. Okay. Moment. Antikes römisches Theater, ja. Okay, also nicht die Villa. Ne, gut, dann nicht. Wir müssen halt jetzt nur aufpassen, weil das hier gesamtes Sperrgebiet ist. Ich sehe euch, Assassine. Warum tust du nichts diese dagegen? Diese Mauern haben 100 Jahre gestanden und werden weitere 100 Jahre stehen. Hört auf, das Leben eurer Männer... Fatene, verschwindet ihr mit dem Umhang! Halt! Das ist voll in der Stechen, ne? Na gut, gib mir deine Waffe. Komm. Autsch. Meine Rüstung ist kaputt. Er schlägt einfach zu langsam zu. Ganz ehrlich. Schau mal ein bisschen schneller zu. Danke. Wieso nicht leiser? Das ist gut. Okay, meine Rüstung ist im Arsch. Schade. Aber wo? Du sollst die versteckte Klinge rausholen, Mann. Du wirst nicht entkommen. Na gut, dann kommt. Au. Sehr schnell.
Was? Hat er mich gerade gefragt, was ich da oben mache? Ist das dein Ernst? Ich bin nirgendwo oben. Na komm, dann schlag selber zu, das geht schneller. Komm, danke. Oh, ich bin gesucht. Moment. Nein. Welche Taste war das nochmal? Ach. Ich erinnere mich. Tempo, ich verliere ihn. Seid bereit, Männer. Der Assassine ist da. Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Ich muss kein Tor öffnen. Ich bin alleine viel besser drin. Ich habe euch gewarnt, Assassine. Ihr hättet besser zugehört. Ihr seid erledigt, Assassine. Nein. Ah. Heilung. Ich habe noch ein Runde Ruhe. Ihr Templer, ihr singt alle das gleiche Lied. Okay. Denkt ihr, ein paar Söldner machen mir Angst? Ha. Ich mache euch alle alleine platt. Na, noch jemand? Das ist ein toller Plan. Unsinn erzählen, während ihr eure Männer in den Tod schickt. Ich bin ein vernünftiger Mann. Okay, holen wir die Fäuste raus. Was sagt ihr dazu? Kehrt jetzt um und ich rufe meine Männer zurück. Verzeiht, Freund. Ihr seid auf meiner Liste. Euer Schicksal ist besiegelt. Reißt ihm alle Glieder aus. Lasst uns die Wände mit seinem Blut bemalen. Umrunde die. Behandelt man denn so einen Gast? Was ist das? Wache zu mir! Denkt daran, was ich euch beigebracht habe. So. So. Ah, schade. Hat er gerade zugeschlagen, ne? Du bist nicht der Erste, der für Lorenzo arbeitet und für ihn stirbt. Jetzt kommt doch mal. Der Große. Ah, du bist nicht groß. Na gut. Gebt euch keine Blöße, Männer. Der Kerl ist kein Tölpel. Ich mag diese Langsamschläge nicht. Jetzt. Ja. Mehr wollte ich doch nicht, du. Sack. Mal schön die Nüsse. Hey, wollte gerade den Kollegen töten. Ah, ins Auge. Jetzt muss ich meine Sachen reparieren gehen. Scheiß Zeug. Ach, das war der Typ sogar. Oh. Wo ist Jacopo? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Okay, ich mach das Tor für euch auf. Jetzt könnt ihr rein. Ich glaube, es geht nicht mehr. Komm ich irgendwie wieder raus? Ja. So, schade, ich hätte ihn gerne hinterrücks überfallen, aber Ezio holt natürlich sein Schwert nicht raus oder seine Dolche. Ach, da kann ich sowieso rein, okay. Nur Feiglinge verstecken sich unter Kapuzen. Ich versteck mich nicht. Du! Lass ab von mir! Ich bin bei dir, Fratello! Auf ihn! Warst du jetzt der Briefträger? Wo ist die Leiche hin? Da. Da ist der! Hat euch
Hab ich irgendwas eingesammelt? Ich weiß es nicht. Komm, töten wir sie schnell. So ist gut. Mach weiter. Komm, komm. Zuerst sanftes Erhängen. Partielles Häuten. Und Alter, hör auf zu quatschen. Jetzt greifen die Gatten hier. Das gibt's doch nicht. Ach, das war ein Reicher. Toll. Ist da noch jemand hinter mir her? Nö. Nicht wirklich. Das ist ein Hammer. Liebe Freunde, meine Waren sind gut. Waffen? Ah, reparieren. So, auch Rüstungen. So, da haben wir es doch. Gesundheit, ja, komm. Gib her den Kram. Plus 3? Achso, das ist was anderes. Huh. Und dann gib mir nochmal so einen Armschutz. Und die Stiefel. Ah, sieht doch schon viel besser aus, oder? Finde ich auch. So, mehr Rüstung für den Zero. Der Wert ist gestiegen? Wie ist das möglich? Egal, das ist ein Augenzeuge. Ich will den Augenzeugen. Runter da, runter! Aber schnell! So, der Augenzeuge? Alle verrückt, ich muss weg von hier. Sehr schön. Hier. Beeilt euch, werte Freunde! Oh, ich muss anonym werden. Scheiße auf Anonymität. Ich laufe jetzt einfach mal weg. Ich habe gerade keinen Bock zu kämpfen. Muss ja auch nicht immer sein, ne? Das ging schnell. Wir sollten noch ein, zwei Poster auf jeden Fall abreißen. Sehr schön. Und deswegen wollte ich keinen töten. Dann fragen wir doch mal hier. Ist er hoch? Soll ich jemanden erneuern? Ah, ist er hoch. Bei solchen Freunden. Jacopo de Pazzi bis zum Templertreffen verfolgen und dann eliminieren. Wenn ich mich nur lange genug beherrsche, führt er mich zu seinen Templerbrüdern. Ich werde mehr Namen auf der Liste haben. Übrigens, ich habe gerade mein Mikro geschlagen, da habt ihr recht. Es tut mir wirklich leid. Gut, Hausverfolgungsjagden gehören zu meinen allerlieblingsmissionen. Nicht irgendwie scherzhaft gesagt, sondern wirklich. Mir gefällt das, hast du sowas Stealth-artiges. Sorry. Da sollte ich im besten Falle nicht erwischt werden. Ich würde gerne über Häuser gehen. Da habe ich Spaß dran. Was geht hier vor? Sind Sie zu spät? Mich haben Sie nicht gesehen, so viel weiß ich. Nun, es ist eine elegante Art der Fortbewegung. Da hat er sich gerade umgedreht, die Sau. Okay, kommen wir nicht hoch, aber wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Ah, schon viel besser. Und bemerkt er mich auch nicht. Der Bogenschütze ist dann ein bisschen blöd. Ich hab nichts zum Werfen. Runter da, Stronzo! Laju!
Solange du nicht runterfällst, ist alles gut. Oh. Okay, er hat definitiv die Leiche gesehen. Und es interessiert ihn nicht, okay. Er ist nur ein Typ, der runtergefallen ist. Und dabei seinen Bogen verloren hat. Und blutet. Wie am Spieß. Noch einer. Tja, bei so vielen Söldnern hier. Kein Wunder. Was planst du mit den anderen, Jacopo? Das ist doch der alte Mann, ne? Ich würde gerne die Feder zwischendurch holen, aber ich glaube, ich komme da nicht so leicht rüber. Ich muss da von oben runterfallen. Mist. Okay, dann nicht. Dich töten, mein Freund. Dich töten. So. Ist doof nur bei diesen Dächern. Ich meine, bei Assassin's Creed 1 war das noch gut. Da waren die Dächer flach. Und da sind die Gegner nicht immer runtergefallen. Also mich würde es beunruhigen, wenn hinter mir 1000 Leichen von den Dächern fallen. Aber denen scheißegal zu sein. Das muss schon ein verdammter Zufall sein. Alle Wachen fallen plötzlich vom Himmel. Hm, ist mir egal, ich gehe weiter. Vor allem wäre es so ein leichtes Ziel, kannst du mir doch nicht erzählen, dass... Der wird doch nicht so blöd sein, dass sich so als leichtes Ziel abgeben. Ich meine, der läuft da halbwegs alleine durch die Straßen. Guck mal, da ist ein Söldner. Hier hätten die abstechen können. Oh. Schnell rüber. Fängt er jetzt an zu reiten? Dein Brief erwähnte Venedig. Sind die Templer auch dort? Venedig? Oh, viel Wasser. Viel, viel Wasser. Ich glaube auf jeden Fall schon mal ein Checkpoint. Aber wo willst du genau hin? Noch so ein Kasper. Hallo. Ich bin zu weit gesprungen, ich weiß. Also, mir ist es nicht entfallen. Was will er damit beweisen? Kaum mit einer einzigen Waffe hier rumlaufen. Ist doch geisteskrank. Ah, da geht er hin. Das sind die Ruinen. Und ich erinnere mich, dass ich weiß, wo es ist. Das Symbol. Und ich weiß, dass das sein Ziel ist. Gerade auch, weil wir runterspringen können. Wo schneidet man Mäntel? Dieser Mann da ist mir nicht... Moment mal. Bleibt hier. Diese Kapuze. Da! Nein! Ah, ich dachte, ich kann ihn vorher umbringen. Ah, ist das bitter. Wo? Bleib dran. Abwarten. Folgt mir nach.
Ach so, ich kann den gar nicht nehmen, okay. Ich brauche einen Checkpoint, ey. Das ist schwerer als gedacht. Wie viele Männer sind für meines Vaters Tod verantwortlich? Treffen belauschen, ohne entdeckt zu werden. Es tut mir leid, Maestro. Ich tat alles, was ich konnte. Doch der Assassine ist zu stark. Anscheinend. Sonst wären die anderen mit dir hier. Ganz zu schweigen davon, dass Florenz in den Händen der Medici bleibt. Das ist Francescos Fehler. Seine Ungeduld machte ihn unachtsam. Ich versuchte die Stimme der Vernunft. Wohl eher die Stimme eines Feiglings. Ihr habt gut reden, Signor Barbarigo. Hättet ihr uns gute Waffen statt dieses Mülls geschickt, den ihr Venezianer Waffen genau. nennt? Wir haben eurer Familie vertraut und ihr entlohnt uns mit Untätigkeit und Inkompetenz. Und wenn ihr eure Fehler erklären sollt, habt ihr nur Entschuldigungen und Beleidigungen? Wie soll ich darauf reagieren? Ich weiß es nicht. Schon gut. Aber ich... Ach cool, danke. Nein, bitte. Nicht. Bitte nicht was. Ich kann das klären. Nur verschont mich. Nein. So eine Sauerei. Tut mir leid, dass ich eure Beute erledigt habe. Assassine! Habt ihr geglaubt, ich würde nicht erwarten, dass sie uns folgt? Dass ich es nicht plante? Wir spielen dieses Spiel schon länger als ihr. Tötet ihn. Ich weiß, ihr tut nur, was euch befohlen wurde. Wenn ihr mich gehen lasst, verschone ich eure Leben. Ha! Hört euch den an! Ich hab gar nichts gedrückt. Da, auf ihn! Das wird nicht lange dauern. Warte, der Typ lebt noch. Der röchelt die ganze Zeit, nervt. Alter, was ist denn los? Hä? Der nicht mehr. Okay. Jetzt reicht's mir langsam mehr. Oh. Weg einfach. Wir können ihn zur Piazza schaffen. Okay, nehmen wir die Fäuste. Und zack. Komm, gib mir deine Lanze. Gib mir deine Lanze. Ich hatte noch keine Lanze. Und aufgespießt. Yay. Wollte ich aufspießen. Man sagte. Was? Den wollte ich gar nicht angreifen. Geh voran. Ohne Angst und ohne Last. Requiesca in pace. Ja, ich hab ihn doch erledigt. Was sagst du dazu? Schnäpfe, hä? Schnäpfe? Den Schnäpfe, du. Bei solchen Freunden, die Verschwörer. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 5 beendet. Wir machen schon viel zu lange, ich weiß. Ich muss die Folge beenden. Aber ich finde einfach keinen Zeitpunkt. Keinen einzigen.
Ich meine, ich werde ohnehin da ein bisschen dran rumschneiden, klar, aber... Naja. Zum Vergleich, ich habe jetzt gerade 40 Minuten. Ich weiß nicht, wie viel bei euch am Ende übrig bleiben. Republik Florenz, 1480. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Assassin's Creed, wenn es weitergeht. Höchstwahrscheinlich zu Leonardo DiCaprio. Nein, natürlich nicht. Leonardo da Vinci. Haut rein, euer Zero und tschüss.